Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn du neu hier bist, mein Name ist Carina, ich bin Style Coach und ich unterstütze Frauen dabei, sich wohl in ihrer Haut zu fühlen, selbstbewusst und positiv aufzutreten und Freude an Mode und Styling zu haben. Und heute sprechen wir über Leggings und zwar, wie du sie vorteilhaft stylen kannst. Und bevor wir uns an das vorteilhafte Stylen machen, schauen wir uns doch mal an, wie wir sie nicht wollen. Also so bitte nicht. Keine Leggings mit kurzen Oberteilen. Keine Leggings, die an der Körpermitte einschneiden. Du kennst sicher den Ausdruck Camel Toe. Also wenn wir mehr zeigen, als wir vielleicht wollen als Frauen. Und bitte auch nicht diese durchsichtigen Leggings tragen mit kurzen Oberteilen oder wenn man eben die Unterhosen darunter durchdrücken sieht, das ist nicht sehr vorteilhaft, weder modern noch stylisch. Daher hier ein paar Ideen für dich. Und zuallererst möchte ich dazu sagen, das Wichtigste ist, längere Oberteile tragen. Wenn du dir schwer tust mit längeren Oberteilen, habe ich auch noch einen Tipp für dich, denn das habe ich heute auch gemacht. Ich habe mir ein weißes und ein schwarzes T-Shirt aus dem Kleiderschrank meines Freundes geklaut. Denn meine T-Shirts sind meistens tailliert und eher eng und kurz geschnitten. Und deswegen habe ich mir von ihm zwei ausgeborgt und habe damit diese Outfits gestylt. Im ersten Bild trage ich das Crop Top von vorher. Das funktioniert dann, wenn du etwas Längeres drüber trägst. In diesem Fall habe ich eine ärmellose Weste, die hinten über dem Po drüber geht. Damit wirkt das Outfit automatisch etwas erwachsener. Im zweiten Bild dann das weiße T-Shirt von meinem Freund oder im zweiten und dritten Bild, jeweils mit einer längeren Strickjacke darüber. So sieht es lässig aus. Also wenn du eher so diesen Casual-Style magst, dann ist das perfekt für dich. Im letzten Bild auch eine einfache Variante, wenn das Oberteil einfach zu kurz ist, dann nimm doch eine Bluse oder ein Hemd und knote es dir um die Taille oder um die Hüfte, je nachdem, wo du die Betonung setzen möchtest. Wenn du eine schmale Taille hast, dann unbedingt auf der Taille binden. Und dann ist automatisch wieder dieser Po-Bereich verdeckt, auch vorne, wo wir vielleicht mit diesen Leggings, mit dem dünnen Material etwas betonen könnten, was wir nicht wollen als Frauen, bist du so quasi safe und sicher. Wenn du jetzt sagst, du möchtest doch im Herbst weg von dem Sneaker und lieber Boots tragen oder Stiefel, habe ich hier auch noch ein paar Ideen für dich. Das erste Beispiel ist die gleiche Strickjacke, die ich vorher schon getragen habe. Hier mit dem Gürtel, zusätzliche Taillierung, wirkt wieder etwas erwachsener, wirkt proportional für das Auge vorteilhafter oder ansprechender. Auch wieder die gleiche Weste von vorhin, die lange. Mit dem Schwarz darunter machst du dich lange und schlank. Also wenn du unterhalb eine Farbe von Kopf bis Fuß trägst und dann einfach noch ein Teil drüber in einer anderen Farbe, dann lässt sich das automatisch schlanker und größer wirken. Und in den letzten zwei Bildern habe ich auch noch mehr gelayert, also noch mehr Schichten. Das mache ich sehr gerne im Herbst und wenn es dann sehr kalt wird und ich jetzt das Gefühl habe, ich brauche noch eine Schicht, ist das für mich ein Klassiker, dass ich eine Lederjacke trage und darüber meinen langen Poncho. Dann ist auch wieder dieser Po-Bereich verdeckt, den nur die Lederjacke nicht abdecken würde. Und im letzten Bild dann auch die Lederjacke, aber darunter eine ärmellose Weste, die auch hinten über dem Po geht, vorne das locker fällt. Du kannst auch noch eine Kette dazu oder einen Schal dazu. Ich habe jetzt wirklich einfache Beispiele genommen, damit du dir das auch vorstellen kannst und in deinem eigenen Kleiderschrank auch umsetzen kannst. Wenn du jetzt sagst, ich trage gerne Kleider, dann kannst du natürlich deine Leggings auch mit Kleider tragen. Dazu aber noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn du dir jetzt das erste Bild ansiehst, mit den schwarzen Leggings, den weißen Schuhen und noch einer Farbe am Kleid, dann wird der Körper optisch geteilt, in diesem Fall sogar mehrfach durch den Taillengürtel, also ein Schnitt an der Taille, ein Schnitt an der Länge des Kleides und des Mantels, dann noch ein Schnitt unten an den Beinen.
Das heißt, dadurch verkürzt du dich optisch. Ich bin jetzt sehr groß, das heißt, bei meiner Körpergröße ist es in Ordnung, bei 1,77 Meter, dass man kleiner wirkt. Wenn du jetzt aber schon klein bist, dann achte doch darauf, dass du eine vertikale Linie kreierst. Und zwar wie zum Beispiel im zweiten Bild. Drunter schwarz wieder von Kopf bis Fuß oder eine andere Farbe, je nachdem, was du an Leggings trägst. Und darüber ein Hemd plus ein Kleid offen gelassen. Das ergibt dann wirklich diese vertikale Linie. Ich habe nur die Taille mit einem Gürtel betont. Ansonsten siehst du im Unterschied zum ersten Bild wahrscheinlich sehr gut, dass ich doch etwas länger und schlanker wirke als mit dem blauen Kleid und mit dem weißen Sneaker. Im dritten Bild genau das Gleiche. Ein Kleid, darüber die Lederjacke. Achte darauf, dass sich die Farben wiederholen, also dass das zusammenpasst. Eben entweder mit der Leggings oder auch im Muster des Kleides, dass sich die Farben wiederfinden. So kreierst du einen einheitlichen Look. Es passt alles zusammen. Es wirkt automatisch harmonisch für das Auge. Und wenn du jetzt sagst, ich bin aber kein Jackentyp, ich möchte einfach einen Pulli drüber ziehen, dann kannst du das natürlich auch machen. In diesem Fall habe ich den Gürtel, also den Taillengürtel vom ersten und zweiten Bild genommen und vorne den Pullover in den Gürtel reingesteckt, sodass diese Taille wieder optisch betont wird und wieder eine Proportion quasi da ist. Und das war es schon wieder in aller Kürze mit dem heutigen Thema zu Leggings. Also ich wiederhole nochmals das Wichtigste. Darauf achten, dass du längere Oberteile trägst, sodass zumindest der Po verdeckt ist. Dass die Leggings vorne nicht zu sehr einschneidet. Hier kannst du auch aufs Material achten. Also ich sage, besser sind Lederimitat-Leggings als diese dünnen Stoff-Leggings, wo sich alles durchdrückt. Und denke auch dran ans Layern, also unterschiedliche Lagen kreieren wieder spannende Looks und spannende Outfits. Und so kannst du noch so einfache Teile wie jetzt Leggings und ein normales T-Shirt in spannende und alltagstaugliche Looks verwandeln, die auf jeden Fall auch altersgemäß sind, die erwachsen wirken und trotzdem modern. Ja, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und abonniere meinen Kanal. Dann wirst du jede Woche benachrichtigt, sobald ich ein neues Video mit Styling-Tipps und Tricks und Outfit-Ideen hier auf meinem YouTube-Kanal Color Your Style bei Carina hochlade. Und in der Infobox unten verlinke ich dir auch noch ein paar meiner letzten Videos. Und du findest dort auch den Link zu meiner Facebook- und Instagram-Seite, falls du mir auch folgen möchtest und so noch ein paar Inspirationen zum Thema Mode und Styling bekommen möchtest, denn ich poste dort auch regelmäßig Outfit-Ideen und ein paar Tipps und Tricks, mache Umfragen und so weiter und so fort. Na dann wünsche ich dir noch eine schöne restliche Woche und wir sehen uns dann nächste Woche beim nächsten Video. Mach's gut. Ciao.